Die Bremer Stadtmusikanten, sie stehen noch am selben Fleck. Der Roland ebenso. Aber eines ist von nun an nicht mehr, wie es war. Thomas Schaaf hat fertig mit dem SV Werder. Nach über 14 Jahren soll ein Neuanfang gemacht werden. Ich habe auch Wochen zuvor schon mal gesagt, wir werden irgendwann mal analysieren müssen, wie sieht die Zukunft Werder Bremens aus. Mit einem Trainer, der hier jeden Stein kennt, der alles mitgemacht hat, der an seinen großen Erfolgen gemessen wird. Oder ist der Weg eher mit einem anderen Trainer, der vielleicht die jetzige Situation aufnehmen kann, sie verbessern kann. Das ist, denke ich mal, eine ganz, ganz andere Ausgangsposition für jeden und auch für den SV Werder Bremen. Thomas Schaaf, grün-weiß durch und durch. Seit 1972 im Verein, seit 94 Chefcoach. Dienstältester Bundesliga-Trainer. 5.119 Tage dauerte die Amtszeit. Nur unwesentlich kürzer als die von Werders Trainer Dino Otto Rehagel. Das Ende der Ära Schaaf hatte sich zuletzt angedeutet. Zwar schaffte Werder den Klassenerhalt, aber innerhalb des Clubs stand er mehr und mehr in der Kritik. Der Zeitpunkt der Trennung direkt vor dem letzten Spieltag ist jedoch verwunderlich. Uns wäre es, wie gesagt, natürlich lieber gewesen, Thomas Schaaf hätte nochmal das Nürnberg-Spiel gemacht, keine Frage. Das wäre für uns auch in der Darstellung sicherlich etwas einfacher gewesen. Da haben wir aber seinem Wunsch entsprochen und ich kann diesen Wunsch absolut nachvollziehen, dass er jetzt auch nicht wieder dann nochmal vor Kameras sich stellen muss, die ihn ja auch pausenlos oder die letzten Monate entsprechend hinterfragt haben. Ich glaube, das ist der saubere Weg und ich gönne dem Thomas jetzt auch die nötige Ruhe, die er jetzt einfach braucht. Werder ohne Thomas Schaaf. Die Trennung ist konsequent und doch unvorstellbar. Schaaf ist in Bremen zu einer Institution geworden, wie der Roland, wie die Stadtmusikanten. Nun wird er sich erst einmal zurückziehen und dem Verein alles Gute wünschen für die Zukunft.